Das Wort. Keins seiner Worte glaubte ich, hätte er nicht geschrien, Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist mein Wort, das Wort des untersten Menschen. Und weil er selber so weit unten war, ein Mensch, der warum schreit und schreit verlassen, deshalb könnte man auch die anderen Worte, die von weiter oben, vielleicht ihm glauben. Ein Text von Rudolf Otto Wiemer.
Das leere Grab. Ein Grab greift tiefer als die Gräbergruben, denn ungeheuer ist der Vorsprung tot. Am tiefsten greift das Grab, das selbst den Tod begrub, denn ungeheuer ist der Vorsprung Leben. Ein Text von Kurt Marti. Aufs Kreuz gelegt. Überall ist Golgatha. Um die Ecke, beim Nachbarn, im Büro, in der Fabrik. Überall wird Hosianna gerufen, der Verräterkuss getauscht, das Los geworfen. Im Namen des Gesetzes und der öffentlichen Ordnung, im Namen der Vorurteile und des gesunden Volksempfindens, im Namen der Profits und der Machtinteressen wird der Mensch aufs Kreuz gelegt. Ich will nicht bleiben, wenn man sein Hab und Gut verschachert. Ich will nicht lachen, wenn ihn der Spott durchbohrt. Ich will nicht zuschauen, wenn man den Schwamm füllt mit billigem Trost. Ich halte mich lieber bei den Frauen, die noch weinen, bei den schmerzverstummten Männern, bei den kleinen Leuten, bei den verwaisten Gotteskindern. Singt nicht zu laut die Psalmen, ihr Theologen und Bischöfe. Schreit nicht zu früh das Eli, Eli, ihr Jenseitsapostel. Der Mensch wird aufs Kreuz gelegt. Helft, dass er aufersteht. Ein Text von Wolfgang Pöplau. Golgatha. Dein Tod hätte genügen sollen denen, die sich Christen nennen. Dein Tod hätte enthalten können alle Tode, die wir kennen, alle Tode, die wir bringen, alle Tode, die wir erleiden. Kyrie eleison. Dein Tod hätte vereinen sollen alle, die davon erfuhren. Dein Tod hätte uns helfen können, alle Lebensangst zu nehmen, alle Ängste, die wir bringen, alle Ängste, die wir erleiden. Kyrie eleison.
Dein Tod hätte uns, wenn wir wollten, vorbereitet für das Leben. Dein Tod hätte der Weg sein können in das Leben ohne Tode. Ohne Tode, die wir bringen, ohne Tode, die wir erleiden. Kyrie eleison. Brotworte. Jedes Mal, so erinnern sich die Jungen und die Alten, wenn wir zusammen das Passamahl feierten, dann spürten wir, dass wir zusammengehören. Dann hatten wir keine Angst vor den Herren dieser Welt. Jedes Mal, so erinnern sich die ganz Alten, wenn wir von der Hand in den Mund lebten, als wir durch die Wüste zogen und das Brot vom Himmel fiel, Manna, und aus Steinen Wasser quoll, Leben, dann waren wir unserem Gott am nächsten. Jedes Mal, so erinnern sich die Jünger Jesu, wenn wir zusammen Brot brachen und Wein dazu tranken, dann war es so, als würden wir uns gegenseitig das Leben geben, dann war es so, als schenkten wir uns einem anderen. Jedes Mal, so erinnern sie sich, nahm der Geist Gottes von uns die Angst voreinander und die Fremdheit untereinander. Einer achtete auf den anderen, dass er keine Not litte. So aßen und tranken wir miteinander, und Gott war mitten unter uns. Niemand wurde ausgeschlossen,
Keiner stand abseits. Ein Text von Uwe Seidel. Jesus Christus, wir danken dir, dass du den Weg der Liebe bis zu Ende gegangen bist, bis zum bitteren Tod am Kreuz. Auf dich wollen wir schauen, an dir wollen wir uns festhalten, alle Tage unseres Lebens, bis das neue und ewige Leben offenbar wird in deinem Reich. Dazu stärke und bewahre uns, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und Leben schaffst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thank you.